Jetzt improvisierte ich. Wir hatten keinerlei Informationen, dass Schweiger zu uns gehörte. Das machte aus ihm einen potenziellen Helfer. Ich musste ihn finden. Nur ein Problem. Berlin war keine Geisterstadt mehr. Die Roten waren durch die deutschen Linien gebrochen und eine Panzereinheit war auf dem Weg dorthin, wo Schweiger gefangen gehalten wurde. Die Deutschen leisteten auf der Museumsinsel Widerstand und ich ließ sie gern verrotten. Aber ihnen zu helfen, den Vormarsch der Russen zu verlangsamen, war meine beste Chance, mir etwas Zeit zu verschaffen. Mein Plan war dreist, die Brücke mit einem Schuss vom Dach des Museums zu sprengen und die Panzer damit zum Anhalten zu zwingen. Dann könnte ich, während die Deutschen und die Russen es ausfechten, in die Stadt gehen und Schweiger holen. Na, dann holen wir uns mal Schweiger. Hallo und herzlich willkommen bei den Chaos Ossis. Folge Nummer 5? 5. So geht's schon los. Folge Nummer 5 und dann holen wir uns Schweiger. Ja, Till Schweiger, endlich. Wir haben ihn. Endlich kann man uns holen. Ich hab so lange darauf gewartet. Aber und ein paar Stielgranaten. So. Jetzt kann man loslegen. Ja? Jo. Na dann, Feuer frei im wahrsten Sinne des Wortes. So. Ist das schön. Haha, du bist die Glatze. Witzig. Du wolltest ja unbedingt. Ich nehme gleich den Typen, der da vorne ist. Jo. Ich kümmere mich gleich mal um die Leute hier auf der Straße. Bam! In your face, Kollege. Ey, da bewegt sich in der Zwei auf einen Streich. Ey! Nein. Meiner! Nein. Meiner! Ja, erwischt. Irgendwo ein Sniper. Ja, ich hab ihn. Er hat dich erwischt. Boah, ist nur ein Kratzer. Da hinten läuft noch einer. Siehst du? Mann! Geht doch! Was denn du? Hast du nicht getroffen? Ich hab dreimal auf die Typen gezielt. Ich hab dir Zeit gelassen, weil ich dachte, du brauchst auch mal ein bisschen Erfolg. Arsch! Ein Glück, das ist FSK 18, dann kann ich das ruhig sagen. Yeah! Und nicht vergessen, die Flakwaffe! Schütze dein Reich gegen die Mörder vom Himmel. Oh ja, natürlich. Die Wehrmacht, Beschützer des Vaterlands. Scheiß Nazis. Da. Nenne sie unsere aktuelle Nationalhymne. Ich glaube, so verboten ist die gar nicht. Sind nur die ersten paar Strophen. Genau. Nein! Ich will meine MP haben, danke. Ja, na gut, dann bleibt er da liegen. Kick Mama. Was? Da hinten? Wo? Ist wahrscheinlich bei Ihnen der Statuen, oder? Nee. Auf jeden Fall gerade ihn auf mich geballert. Hab ihn. Tatsächlich, ich glaub's nicht. Meiner! Mann, jetzt sterb doch mal. Oh, also ich bin heute wieder echt so gut drauf, dass ich nur mit jedem dritten Schuss treffe. Ja, das ist echt gruselig. Och man, ich sollte mal die Luft anhalten, wenn es hier vielleicht sollte helfen. Oh ja, das könnte ich eventuell auch machen. Habe ich bis jetzt noch nicht irgendwann gemacht. Da war noch irgendwo. Irgendwo, da ist er. Boah, jetzt sterbt endlich. Sehr schön. Hier drin war Gold, das weiß ich noch. Nimm es dir. Wenn ich es finde. Gold! Hallo! Ich bin ja nicht so goldgierig. Kann das sein, dass du schon aufgesammelt hast? Ja, das kann natürlich wirklich sein. Aber es ist doch jetzt im Koop, da ist das doch. Das ist so. Kommt doch hier. Dann komme ich wieder raus. Was will ich denn hier mit so einer... Ich muss sagen... Oh mein Gott!
Es war kein Nazi, wir haben gerade einen Sowjet getötet. Ja, jetzt kämpft man noch gegen die Sowjets. Aber man muss auch dazu sagen, die Sowjets waren genauso schlimm, wenn nicht noch schlimmer als die Nazis im Zweiten Weltkrieg. Darüber kann man streiten. Weißt du, Stalin hatte mehr auf dem Gewissen als Hitler. Aber Hitler hat damit angefangen. Also. Die Idee mit dem KZ kam von Stalin. Hitler hat es noch kopiert. Und bevor er auf falsche Gedanken kommt, ich möchte nicht die Nazis verteidigen, um Gottes Willen. Das ist aber sowas von, das haben wir jetzt total rausgehört, dass du total für die Nazis bist. Oh, da ist einer da. Tschüss. Tschüss. Na jetzt stirb endlich, du Arsch. Was machst du denn da unten? Verdammt. Stopp jetzt, ich hasse euch. Kannst du nicht zielen? Alter, ich treff nicht. Ich treff einfach nicht. Oh Gott. Das cool. Was machst du? Wo bist du? Ich bin draußen. Du lebst auch noch? Ich bin irgendwie reingerannt und wollte, naja, ich weiß nicht, was ich wollte. Auf alle Fälle hat es nicht funktioniert. Ah ja. Ich musste ja aus nächster Nähe mit dem Sniper erschießen und habe anscheinend nur die Lungen durchbohrt. Na, ich meine, das ist ja nicht hilfreich, war, wenn du nur die Lungen auf die Lungen zielst, das ist ja... Damit tötest du ja nicht einen Menschen, ne? Nee. Im Gegenteil, beim Raucher würde das sogar helfen. Raucherlunge. Der ist weg. Okay. Alter, jetzt sterbe doch mal! Stirb doch mal, meiner! Das gibt's doch nicht! Meiner? Was hat denn da mit? Da steht er da, mutterseelig. So, ich taste ihn mal. Was will ich denn? Genau, fass ihn an! Ich muss noch rum, ne? Du stehst doch drauf, fass ihn an. Oh. Mann, jetzt sterbe! Wie die einfach nur umkippen. Die Russen sind noch schwieriger als die Nazis, die umzubringen. Es ist schlimm. Guck mal, kannst du die Muskeln nehmen? Ja, die habe ich ja nicht schon, ne? Es ist ein schönes Gewehr. Ja. Deswegen habe ich es. Na dann. Oh Gott. Was ist denn los? Die Leiche da hat vorher gelebt. Aber ich habe sie nicht getötet. Ich wiederhole, ich habe sie nicht getötet. Das war mein Gewehr. Ja, und wer hat das Gewehr bedient? War ja nicht gerade noch irgendein Laster gewesen? Der ist abgehauen. Wo ist der Laster? Der hat uns mitgekriegt und deswegen ist er abgehauen. Das ist zumindest mein... was ich mir vorstellen könnte. Jetzt schießt doch nicht auf die armen Leute. Da ist noch ein Scharfschütze. Mann! Jetzt sterb endlich! Jetzt... Meiner! Alter, 5 Schüsse, alle gehen daneben. Das ist doch nicht wahr. Hier, mach alleine. Das ist mir. Triff endlich! Ey! Was hat mich hier für eine beschissene Deckung? Aua, 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 aua. Hier, wo bist du? Wo bist du? Ich lieg hier, Ach du Scheiße. Na, machen wir mal Kontrollpunkt, mal neu starten. Oh Gott. Das war jetzt nichts. Ich glaube, wir sind viel zu leichtsinnig reingegangen. Du hast angefangen rumzubaddern, anstatt dich erstmal zu positionieren. Jetzt ist er weg.
Hier stand Ena letztes Mal. Vielleicht kommt Ena um die Ecke. Das hättest du aber auch anders lösen können. Weißt du, mit einem Reden? Ja. Hey, du redest jeden Tag. Ja. Da kannst du dir auch tot quatschen, oder nicht? Ich verkaufe hier aber keine Reise. Ja, lieber Russe, möchten sie nicht in die Karibik oder irgendwo anders hin. Oh Mann, warum ballerst du denn jetzt schon wieder? Weil ich nicht mag da oben. Können wir uns nicht erstmal in Sicherheit bringen? Mann! Immer dasselbe. Ich wette, wir sterben jetzt gleich wieder. Ja! Mann, ey! Alter, du bist tot und ich treffe jeden mit dem Schuss. Das ist doch nicht normal. Halt durch! Halt durch! Danke! Ey, du lebst wieder und ich treff ihn, das ist doch nicht, ey. Dafür treff ich jetzt. Irgendwo einer, oder? Da ist einer. Oh, Headshot. Ich komme. Partner, ich bin verletzt. Oben rechts auf dem Dach ist einer. Das Ding ist bloß, ich kann den nicht treffen. Ja, genau, lass mich verbluten. Nein. Der Scharfschütze ist meiner, du hast ihn schon mal nicht nach meinem. Was ist denn hier los? Ja, das Problem war, im Sitzen konnte ich dich nicht heilen, deswegen musste ich erstmal den Scharfschützen da ausschalten. Jetzt stirb endlich, du! Und du auch! Geh drauf, du! Das ist mal eine tolle Aufnahme. So richtig alles jetzt. Worst Case Szenario. Richtig. Komm. Ja. Nein, ich hab da hinter die Kiste getroffen. War nicht ganz das, was ich wollte. Okay. Aber wir leben. Yeah. Wir leben immer noch. Ja, wollen wir mal kicken? Ist hier irgendwo jemand? Ich weiß nicht, jetzt mit Dreck. Ausgerutscht. Passiert jeden Mal. Wie sieht's eigentlich aus, Daniel? Was? Hast du so Luft? Ach so. Du bist schon ganz nervös, wa? Ich hoffe, ich freue mich schon auf meine 2 Minuten von mir. Ja, die Folge wird jetzt länger. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, die Luft ist auch ein bisschen rein. Ja. Dann gehen wir mal wieder runter. Suchen wir mal die Leiche. Ich sag mal ein bisschen Munition. Da noch ein bisschen. Nein, ich hab schon über diese scheiß Thompson genommen. Da noch ein bisschen Munition. War eine amerikanische Waffe, ekelhaft. Obwohl, gibt mehr Nachschub. So, gehen wir mal weiter, ne? Wie war's? Wir müssen jetzt da links und rechts die Sprengladungen ranmachen. Oh Gott! Dach. Ja, das siehst du, ich weiß, wo er ist. Ja, ich seh. Mann! Wird doch Zeit, ey. Hast du? War meiner, ja. Nach dem dritten Schuss zweimal darunter gegen die Mauer geschossen, ey. Ne, wir müssen ja erstmal. Ach, hier hinten. Oh, warte, das muss ich erst machen. Komm, kann ich das nicht irgendwie. Nein, oder so? Nicht abbonkieren. Wie kommen wir da eigentlich runter? Jetzt mal erstmal gucken, warte mal. Ich schmeiß mich wieder in den Dreck. Ich hab mich gerade erinnert. Guck mal, hier hinten ist ein Loch. Stimmt! Ah, du hast das Loch gefunden. Naja, jemand muss ja mal ins Loch gehen, ne? Wäre wahrscheinlich. Bisschen. Wie bleiben eigentlich diese Holzkisten stabil? Und dieses Bötchen ist auch nicht festgebunden da hinten. Das sind sogenannte Megastoffkisten. Die sind so. Und das Boot, das ist die neueste Technik der Nazis. Das kann nicht weg.
ein unfähiges Boot. Naja, so unfähig nicht. Wenn du noch zwei Ruder drin hast, dann geht's. Kann ich dahinter machen? Bitte, 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 bitte. Fällt nicht auf. Kann man eigentlich runterfallen? Unsichtbare Wand. So. Kommen wir mal hier hoch. Und an dieser Stelle warte ich auf Robert. Nett. Und schlage ich vor, dass wir die Folge beenden. Können wir machen. Und die nächste Sicht ist dann aus Roberts Sicht. Bis dann. Tschüss. Ciao.